So, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Es geht um Scheduling. Sie erinnern sich, was die Problemstellung generell ist. Wir haben ein großes Projekt oder einen Ablauf, Produktionspläne, Kundenaufträge, etwas in einer Fabrik oder eben ein Bauprojekt beispielsweise. Und die Logik ist immer dieselbe, wie wir es hier betrachten und wie es auch in der Praxis betrachtet wird, nämlich dieses Projekt, diese Abläufe werden in kleine elementare atomare Teile zerlegt, die Jobs. Und dann gibt es verschiedene Restriktionen, Reihenfolgebeziehungen, dass ein Job erst beginnen darf, wenn ein anderer zu Ende ist, beispielsweise Ressourcenbeschränkungen, dass jeder Job einen gewissen Anteil an einer Ressource verbraucht und dementsprechend nicht Jobs gleichzeitig laufen können, mehr als Kapazität an dieser Ressource da ist. Zielsetzung ist, dass ein Ablaufplan erstellt wird, wann welcher Job anfängt und dann entsprechend aufhört. Wir hatten ursprünglich in der allereinfachsten Variante die Dauern als bekannt vorausgesetzt, also als feste skalare Zahlen. Das wird man in der Praxis nicht immer haben, sondern was man haben kann, ist Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die einzelnen Jobdauern, für die Dauern der einzelnen Jobs. Beispielsweise, dass ein Job mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit 3 Tage braucht, aber mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit doch eher 4 Tage oder in ganz seltenen Fällen mit 10-prozentiger Wahrscheinlichkeit 5 Tage. Solche Dinge zum Beispiel könnte man sich darunter vorstellen. So, wir hatten beim letzten Mal schon diese Folie hier betrachtet. Hier setzen wir wieder ein. Eine Möglichkeit, diese Unsicherheit, diese probabilistische Sichtweise zu eliminieren, etwas, was nicht nur hier, sondern sehr häufig auch in anderen Kontexten, in anderen Anwendungskontexten getan wird, manchmal bewusst und absichtlich, oft genug auch unbewusst, weil man sich über die stochastische Natur der Zahlenwerte gar nicht sich so richtig, weil man sich das gar nicht so richtig klar macht. Das ist, wir nehmen die Wahrscheinlichkeitsverteilung her und ersetzen sie durch eine feste Zahl, nämlich den Erwartungswert, und rechnen dann mit diesen Erwartungswerten. Dann haben wir ein ganz normales deterministisches Scheduling-Problem, wie wir es schon öfters betrachtet hatten, mit festen gegebenen Dauern und berechnen damit den Makespan oder jede andere Profitfunktion, die wir da zugrunde legen, und behaupten, das ist jetzt das Ergebnis. Was behaupten wir ganz konkret? Wir behaupten, dass das der Erwartungswert des ursprünglichen probabilistischen Problems ist, da dort dann die Projektdauer oder die entsprechende andere Profitfunktion. Und, das hatte ich dazu gesagt, sie werden durchaus auf der Welt und möglicherweise auch an der TU Darmstadt Vorlesungen finden, in denen genau diese Vorgehensweise als Standard, wie es nun mal etabliert ist, propagiert wird. Aber wir haben es beim letzten Mal schon kurz angedeutet mit dieser Folie, nämlich dass das, was wir jetzt hier rausbekommen, der Makespan der Erwartungswerte der Jobdauern, nicht unbedingt gleich dem Erwartungswert des probabilistischen Makespan ist. Ja, es gibt hier keine Vertauschung der beiden Operatoren. Ja, Sie kennen das aus der Mathematik. In manchen Fällen ist es gestattet, Operatoren zu vertauschen, so wie zum Beispiel Summenbildung und Limes. In anderen Fällen ist es nicht erlaubt. Und hier ist es nicht erlaubt. Als Hintergrund nur vielleicht nur gesagt, der Makespan als Funktion der Dauern ist, was ist denn der jetzt, konvex oder konkav? Konkav, glaube ich. Bitte? Ja. Konvex. Also gut, wenn man sie in der Einrichtung anwendet, ist es ein Kon wenn, in der Einrichtung kann man sie anwenden, wenn die Funktion konvex ist. Umdrehen kann man sie, wenn die Funktion konkav ist. Dass der Makespan konvex oder konkav, also die richtig rum ist. Woran liegt das, wenn Sie zwei
Jetzt haben Sie mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Machen wir es mal so, das verschieben wir auf nächstes Mal. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt brauchen müsste, um das nochmal. Sie sind der Erste seit in den ganzen Jahren, der danach fragt. Verschieben wir das auf nächstes Mal? Ist das okay? Und Sie können sich gerne auch dazu Gedanken machen. Tun Sie so, als ob das eine Prüfungsfrage sein könnte. Als ob, keine Sorge, wird natürlich nicht. Aber machen Sie sich gerne auch dazu Gedanken, warum der Makespan diese eindimensionale Zahl in Abhängigkeit von den Jobdauern jetzt richtig rum, konvex oder konkav, je nachdem ist, was man hier braucht. Ich will das aber hier jetzt an einem Beispiel zeigen, dass der Unterschied prinzipiell beliebig groß sein kann. Das Beispiel ist natürlich künstlich, aber das war natürlich genial, natürlich künstlich. Es ist künstlich, aber es ist durchaus nicht unbedingt von der Realität entfernt. Es gibt sicherlich immer wieder in realen Projekten Jobs von dieser Art, die eben nicht in Reihenfolgebeziehungen zueinander stehen, sondern so ein Gebilde hier sind, wie hier beschrieben. So, es ist jetzt auch kein esoterisches Beispiel, kein krankhaftes. Nee, ich wollte jetzt nicht esoterisch mit krankhaft in Verbindung bringen, aber es ist jedenfalls kein irgendwie, zwar ein künstliches, aber kein gekünsteltes Beispiel. So ist vielleicht die beste Formulierung. Wenn ich daran denke, dass das alles hier für die Ewigkeit und vielleicht lesbar aufgenommen wird, dann wird mir da ganz Angst und Bange. So, wir haben n Jobs. N lassen wir erstmal offen, lassen wir dann gegen unendlich gehen. Und da gibt es keine großartigen Bedingungen drauf. Es gibt keine Reihenfolgebeziehung auf den n Jobs und es gibt auch keine Ressourcenbeschränkung. Ja, der einfachstmögliche Fall. Und wenn es überhaupt keine Bedingungen gibt auf diesen Jobs, die eine teilweise Serialisierung erzwingen, dann können wir natürlich sämtliche Jobs gleichzeitig starten lassen. Das ist dann das Beste offensichtlich, was man machen kann. Alle Jobs zum Zeitpunkt 0 starten zu lassen. Wir geben jedem Job eine Dauer 1, 2 oder 3, jeweils mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Und wie üblich, wir müssen hier fordern, dass diese Jobdauern unabhängig voneinander sind. Also das müssen wir nicht wirklich fordern. Man kann das Beispiel auch so konstruieren, dass die Jobdauern nicht unabhängig voneinander sind. Aber wir machen uns das Leben natürlich viel einfacher, wenn wir Unabhängigkeit hier fordern, weil wir dann Wahrscheinlichkeiten multiplizieren dürfen. So, zunächst einmal für jeden einzelnen Job ist der Erwartungswert 2, ja, 1, Dauer 1, 2 oder 3, jeweils mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel, ergibt Erwartungswert 2. Das heißt also, wenn wir die Wahrscheinlichkeitsverteilungen ersetzen durch die Erwartungswerte 2 jeweils, dann hat jeder Job die Dauer 2, alle Jobs beginnen zum Zeitpunkt 0 und enden also zum Zeitpunkt 2, der Makespan ist 2. Wenn wir hingegen wirklich korrekt rechnen, also das hier sind keine Minuszeichen, das sind Spiegelstriche, bitte nicht das zu verwechseln. Bevor wir in die Rechnung hier kurz genauer hineinschauen, vielleicht die Intuition dafür. Wenn ich jetzt n Jobs habe, vielleicht n eine große Zahl, und jeder dieser Jobs ist unabhängig von den anderen, entweder ein Tag, 2 Tage oder 3 Tage lang. Wenn ich genug viele Jobs habe, jeweils mit ein Drittel Wahrscheinlichkeit, wenn ich genug viele Jobs habe, dann ist es schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass mindestens einer dieser Jobs Dauer 3 Tage hat, nicht? Es wäre ein großer Zufall, wenn keiner der 3 Jobs 3 Tage hätte. Das bedeutet also, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ist der Makespan 3. Und während der Makespan, mit dem wir das vergleichen, der Makespan der Erwartungswerte der Dauern, während der 2 ist. Also eine 50-prozentige 50, also die reale Projektdauer wird mit großer Wahrscheinlichkeit 50% höher liegen als die geplante Projektdauer.
kommt Ihnen bekannt vor, nicht? Das Phänomen. So, in der genauen Rechnung sehen wir jetzt hier die Wahrscheinlichkeit, dass der Makespan insgesamt 1 ist. Na, dazu müsste jeder einzelne Job die Dauer 1 haben, hat jeder einzelne Job mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Und weil wir davon ausgegangen sind, dass die Jobs alle gleich lang, unabhängig voneinander sind, können wir diese Wahrscheinlichkeiten ein Drittel multiplizieren und kriegen die sagenhaft kleine Wahrscheinlichkeit von ein Drittel hoch n heraus für die Wahrscheinlichkeit, dass alle Jobs Dauer 1 haben und somit der Makespan 1 ist. So, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Makespan genau 2 ist. Hier mit demselben Argument haben wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Makespan kleiner gleich 2 ist. Das passiert in 2 Drittel der Fälle für jeden einzelnen Job. Wir dürfen wieder die Wahrscheinlichkeit multiplizieren wegen der Unabhängigkeit. Also kriegen wir 2 Drittel hoch n heraus. Das ist die 2 Drittel hoch n ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Makespan kleiner gleich 2 ist. Und wenn wir genau gleich 2 haben wollen, dann müssen wir noch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Makespan echt kleiner als 2, also 1 ist, die wir ja schon berechnet haben, die müssen wir davon noch abziehen hier und kriegen insgesamt diese Differenz als Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Makespan exakt 2 ist. Und der Fall, dass der Makespan exakt 3 ist, ist genau das Komplement. Das ist also dann 1 minus der Wahrscheinlichkeit, dass der Makespan nicht 3, sondern kleiner gleich 2 ist. So, Erwartungswert, wie der gebildet wird, wissen Sie. Man nimmt jede dieser Wahrscheinlichkeiten und multipliziert sie mit dem entsprechenden Wert, der mit dieser Wahrscheinlichkeit eintritt. Und das summiert man dann auf. Und wenn man das ausrechnet, diese Formel dann ausrechnet, dann sehen Sie das, was wir uns eben auch intuitiv überlegt haben, nämlich das geht sehr, sehr schnell gegen 3, konvergiert der gesamte Erwartungswert gegen 3. Also, Sie sehen, dass man schon mit so einem kleinen Beispiel eine deutliche Diskrepanz erreichen kann zwischen dem Makespan der Erwartungswerte und dem Erwartungswert des Makespans. So, sogar für so ein einfaches Beispiel kann die Differenz sehr groß sein. Künstlich, wie gesagt, aber eben nicht verkünstelt. So, warum macht man das überhaupt, dass man den Erwartungswert anstelle der Wahrscheinlichkeitsverteilung nimmt? Man macht das, weil das natürlich viel, viel einfacher mathematisch handhabbar, tractable ist, als der Fall mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Deterministischer Fall ist viel einfacher, zwar immer noch relativ einfach, ist schon noch anspruchsvoll, aber natürlich viel, kann man sich ja vorstellen, dass es viel einfacher ist, mit einer einzelnen Zahl als mit Wahrscheinlichkeitsverteilung zu rechnen. Und wenn wir stochastische Dauern haben, dann ist das Problem, dass wir dann sehr schnell wieder in der NP-Region sind. Sowas ähnliches wie NP schwer, weil es ist wahrscheinlich mit Wahrscheinlichkeiten zu rechnen, ist nicht dasselbe wie optimieren, aber es gibt aber auch für solche Problemstellungen, wo man mit Wahrscheinlichkeiten rumrechnen, gibt es etwas Ähnliches wie NP schwer, was hier genau zutrifft und was auch dieselbe Logik hat, dass man, ich wiederhole mich da an dieser Stelle sehr gerne, so lange, bis Sie es auswendig nachbeten können. So ähnlich wie man früher den Paragraphen 1 der Straßenverkehrsordnung für den Führerschein auswendig lernen musste. Für jeden Algorithmus, der diese Problemstellung löst, gibt es Beispiele von moderater Größe, auf denen dieser Algorithmus länger braucht, als das Universum nach Schätzung der Physiker an Laufzeit bereitstellt und auch mehr als das nächste und das übernächste und noch eine große Anzahl weiterer Universen. So, jetzt kommt aber noch ein weiteres Problem. Das ist jetzt nicht mathematischer Natur, sondern das hat etwas zu tun mit, ich weiß nicht, wie ich das jetzt höflich ausdrücken soll, mit
mit der intellektuellen Prädisposition des durchschnittlichen Entscheiders in der realen Welt. Vor allem mit der mathematischen Prädisposition des Entscheiders. Ja, der Punkt ist der, machen Sie sich klar hier, das ist ein gutes Beispiel, Erwartungswert, wie suggestiv dieses Wort ist, Erwartungswert. Ja, das ist der Wert, den man erwarten kann. Bei sehr kleiner Varianz stimmt das auch. Dann ist der Erwartungswert so Pi mal Daumen der Wert, den man erwarten kann. Aber im Allgemeinen stimmt das nicht. Und ich fürchte, auch in Managerkreisen oder vielleicht sogar gerade dort, sind das sprachliche Feinheiten, die durch die PISA-Lesekompetenz nicht, der Leute nicht unbedingt abgedeckt sind. Man kann sicherlich viele Leute, oder was heißt sicherlich, es ist garantiert so, man kann viele Leute davon überzeugen, ohne großartige Diskussion, dass der Erwartungswert das ist, was sie wissen wollen. Die Zahl ist, auf der sie ihre Entscheidung gründen wollen. Das ist nicht nur im Bereich Management so, ja. Wenn Sie sich zum Beispiel mal irgendwelche genialen Artikel über Finanzinvestitionen für Privatanleger anschauen, dann wird beispielsweise genauso mit dem Erwartungswert argumentiert. Ja. Für Aktien über 30 Aktienanleger, DAX oder Stocks oder irgendetwas, über einen 30 Jahre Zeitraum war der Erwartungswert in den letzten 60 Jahren sehr positiv. Ich habe mal was gelesen von 8% oder so etwas, was natürlich weit höher ist als die Rendite, die Sie aus anderen Anlageformen kriegen. Auch schon vor dieser Niedrigzinsphase war 8% natürlich ein weiter Ausreißer im Verhältnis zu anderen. Ja? Also man kann heute und auch früher lesen, sind was Gutes für Kleinanleger, so DAX oder so etwas, so Indexfonds oder so etwas, weil da die durchschnittliche Rendite über den betrachteten Zeitraum 8% betrug. Also durchschnittlich ist sowas wie Erwartungswert, ne? Klingt plausibel, oder? Offensichtlich lassen sich auch viele davon überzeugen, dass der Erwartungswert der entscheidende Wert ist. Und 8%, klasse, nehmen wir doch. Man könnte allerdings zum Beispiel mal auf die Idee kommen und sich den Median anschauen. Sie wissen, was das ist. 50% aller Fälle sind schlechter, 50% aller Fälle sind besser. Und nach dem, was ich habe es nicht selber nachgerechnet, aber irgendwelche Leute haben das nachgerechnet, haben festgestellt, dass der Median nur bei 4% liegt. Also, das heißt also, in 50% aller Fälle ist man schlechter als 4%. Das sieht schon mal schlechter aus, ja. Also offene Immobilienfonds, die ja nun mal allgemein als deutlich sicherer gelten, ob sie wirklich sicherer sind, sei mal dahingestellt, aber die ja als deutlich sicherer als Aktien gelten, das erreichen diese Rendite auch ganz gut. Ja, also damit relativiert sich das. Machen Sie sich klar, dass Erwartungswert und Median nur in ganz bestimmten Fällen zusammenfallen. Ja, ein Beispiel, wo sie fallen in der Regel dann zusammen, wenn die Verteilung symmetrisch ist. Dann fällt sie immer zusammen und das sind auch die typischen Fälle, in denen Erwartungswert und Median zusammenfallen. Ein anderes typisches Beispiel, wo sie nicht zusammenfallen, ist Lebenserwartung. Ja, die Lebenserwartung ist bei, weiß ich jetzt nicht, irgendwo über die 70 für Männer und inzwischen über die 80 für Frauen oder so etwas. Aber der Median ist niedriger. Und deshalb brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass trotz der hohen Lebenserwartung so viele Leute um Sie herum relativ früh, weit vor der statistischen Lebenserwartung sterben. Warum ist der Erwartungswert so höher als der Median? Das liegt an den Ausreißern. Die Leute, die halt 100 oder sowas werden, die reißen die statistische Lebenserwartung hoch, aber der Median wird durch die natürlich überhaupt nicht beeinflusst. Und jetzt überlegen Sie sich, was Ihnen wichtiger ist der Erwartungswert, der ja so eine komische verrechnete Summe mal von Produktengrößenordnung ist, oder der Median, der eigentlich was Anschauliches ist. Die Hälfte ist kleiner, die Hälfte ist größer.
Und tatsächlich ist es auch so, beobachten Sie sich mal, wenn Sie über Erwartungswert reden, dass Sie möglicherweise im Hinterkopf tatsächlich den Median einsetzen. Dass es das ist, was Sie intuitiv mit dem Erwartungswert eigentlich verbinden. Und wenn dann Erwartungswert und Median auseinanderfallen, ist das natürlich ein gefundenes Fressen für alle Leute, für alle Verkäufer, Makler, Versicherungsvertreter und so weiter und so fort. Gut, also an der Stelle sage ich jedes Jahr, der Erwartungswert ist nur interessant für Versicherungen, ja, die eine große Fallzahl haben, Millionen Versicherte, die sowas wie eine durchschnittliche Schadensgröße pro Versichertem haben. Für die ist der Erwartungswert natürlich wichtig. Aber für Sie, wenn Sie irgendeine Einzelentscheidung treffen, beispielsweise über Geldanlagen oder ähnliches, lassen Sie sich nicht vom Erwartungswert ins Boxhorn jagen. Lassen Sie sich nicht den Erwartungswert als Kenngröße aufschwatzen. Denn in einem Regelfall ist die Varianz so riesig, dass der Erwartungswert einfach nur irgendein Wert unter vielen ist, der keine große Aussagekraft hat. Was sicherlich mehr Aussagekraft hat, was Ihnen aber in der Regel nicht präsentiert wird, sind die Quantile. Also Median ist ein Quantil, ist das 50% Quantil. Quantil ist beispielsweise 90% Quantil. Wie lange dauert das Projekt mit 90%iger Wahrscheinlichkeit? Also welcher Zeitrahmen wird mit 90%iger Wahrscheinlichkeit nicht überschritten? Das sind Quantile. Das wäre eigentlich auch das, was Sie bei solchen Themen wie Geldanlagen, bei Themen, die Unsicherheit beinhalten, eigentlich interessieren sollte, nicht? Aber fragen Sie das mal Ihren Bankberater, dass er Ihnen die Quantile ausrechnet. Ich glaube nicht, dass Sie damit Erfolg haben werden. Aber lassen Sie sich jedenfalls nicht die Erwartungswerte aufschwatzen. So, das ist das Quantil. Das sind die Quantile. Das wäre das, was man haben will. Man kann. Es ist durchaus nicht alle Hoffnung verloren. Ich will was dazu sagen. Wo ist da was? Nee. Ich will was dazu sagen. Ich habe das jetzt eben so negativ ausgedrückt, dass mit den echten Wahrscheinlichkeiten zu rechnen und auch nur den Erwartungswert auszurechnen, dass das schon sehr heftig ist. Aber ganz so schlimm ist es in der Praxis auch nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn Sie, typischerweise kann man so eine Projektstruktur dekomponieren. Man kann, und zwar rekursiv dekomponieren. Man kann zum Beispiel ein Gesamtprojekt, ich zeichne das mal so ein, so in zwei parallel nebeneinander verlaufende Teilprojekte zerlegen, die jeweils für sich abgearbeitet werden oder in zwei aufeinanderfolgende Teilprojekte und das dann rekursiv weiter, dass beispielsweise hier das wieder zwei aufeinanderfolgende sind, die dann wieder parallel sind und so weiter und so fort. Ja, wenn man so ein Projekt hundertprozentig so dekomponieren kann, dann kann man die Problemstellung wieder sehr effizient lösen. Weil das genau, diese Strukturen entsprechen genau den Rechenregeln, die man da anwenden kann. Hier hat man eine Faltung, hier bekommt man bei der Aufeinanderfolge von zwei Teilprojekten mit ihren Jobs bekommt man die Gesamtdauer durch die Faltung der beiden einzelnen Dauern, weil die sich ja addieren. Und hier bekommt man durch Maximumsbildung die Verteilung aus den beiden wieder raus. So, fotografiere ich schnell.
In der Praxis wird man das im Allgemeinen nicht so haben, aber typischerweise ist die Projektstruktur auch nicht ganz weit weg. Es gibt so einzelne lokale Konstellationen, die nicht diesem Schema entsprechen, und die kann man dann entsprechend, so ähnlich wie wir das hatten bei dem Zugüberdeckungsproblem, dass einzelne Konstellationen übrig bleiben, die nicht in das Schema passen und die man dann für sich behandeln kann, die klein genug sind, dass man sie auch wirklich behandeln kann. Ja, das ist das, was ich hier eingangs gesagt hatte, dass der Erwartungswert ist nicht der Wert, den man erwarten kann. Weiteres methodisches Problem. Ja, also das haben Sie ja inzwischen schon gemerkt, das ist hier eine Vorlesung, die ein bisschen anders ist als andere Informatikvorlesungen. Hier gibt es nicht nur Lösungen, hier gibt es auch Probleme, also die der Lösung im Wege stehen, die man vielleicht auch nicht immer hundertprozentig lösen kann oder jedenfalls nicht mit vernünftigem Aufwand, mit vernünftigem Zeitaufwand lösen kann. Die Unabhängigkeit der einzelnen Jobs, ja, in dem Moment, wenn Zufallsgrößen nicht unabhängig sind, wird es für die mathematische Stochastik sehr, sehr schwer. Man kann nicht mehr Wahrscheinlichkeiten multiplizieren, wie wir das eben im Beispiel getan haben. Und damit wird das Ganze sehr, sehr problematisch. Ja, deshalb finden Sie in der Stochastik überwiegend Resultate, Forschungsergebnisse, bei denen vorausgesetzt wird, dass die einzelnen Zufallsgrößen unabhängig sind. Ja, denken Sie an solche Sachen wie die zentralen Grenzwertsätze oder das Gesetz der großen Zahlen oder solche Dinge. Da wird immer vorausgesetzt, dass die Zufallsgrößen unabhängig voneinander sind, weil man sonst eben problematischer rechnen kann. Aber in der Praxis kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass die Jobs unabhängig voneinander sind. Ja, denken Sie wieder an das Thema Bauprojekt. Für gewisse Jobs hängt die Dauer natürlich vom Wetter, von der Witterung ab. Und alle Jobs, die gleichartig von der Witterung abhängen und ungefähr gleichzeitig bearbeitet werden, sind eben entsprechend alle bei schlechter Witterung verlängert oder alle bei guter Witterung nicht verlängert. Ja, ein einfaches Beispiel für Abhängigkeiten ist die Witterung. Zwei Jobs, die gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig und dementsprechend bei gleicher Witterung abgearbeitet werden, wenn Sie von dem einen Job wissen, dass er aus welchem Grund auch immer länger dauert als geplant, dann verändert sich die Wahrscheinlichkeit, die bedingte Wahrscheinlichkeit von dem anderen Job. Dann ändert sich für den die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er auch länger braucht als geplant. So, positive Korrelation will ich hier nicht genauer erklären, ist nur so eine Art Küchendefinition für unsere Zwecke hier. Also bitte nicht mit dieser Folie in Stochastikvorlesungen rennen und diese Definition dort verwenden. Dort in Stochastikvorlesungen werden Sie eine korrekte, vernünftige Definition, also eine mathematisch valide Definition bekommen. Also Wahrscheinlichkeiten drücken ja immer das Wissen aus, das ich habe. Und Unabhängigkeit heißt, wenn ich über die eine Zufallsgröße etwas weiß, weiß ich damit kein bisschen mehr über die andere Zufallsgröße. Beziehungsweise umgekehrt, Abhängigkeit heißt, wenn ich von der einen Zufallsgröße etwas weiß, dass sie beispielsweise im Roulette, dass der eine Wurf rot ist. Genau, nehmen wir Roulette als gutes Beispiel. Also nochmal von vorne. Wenn das Ganze mit rechten Dingen zugeht, dann sind die einzelnen Roulette-Würfe unabhängig voneinander. Das heißt, wenn ich
jetzt beim ersten Roulette-Wurf rot kriege, kann ich daraus keinerlei Nutzen ziehen für den zweiten Roulette-Wurf, ob da jetzt rot oder schwarz rauskommt. Ne? Das ist ein typischer Denkfehler, den viele Systemspieler im Casino machen. Fünfmal ist jetzt rot gekommen, damit wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass als nächstes schwarz kommt. Stimmt natürlich nicht. Also wenn alles mit rechten Dingen zugeht, kann es auch 10-mal rot kommen. Es bleibt immer noch eine 50-50 Wahrscheinlichkeit, ob jetzt rot oder schwarz kommt. Die Null vergesse ich jetzt mal. Es bleibt eine 50-50 Wahrscheinlichkeit. Das ist Unabhängigkeit. Oder nehmen Sie eine Münze her. Wenn Sie jetzt sich nicht sicher sind, dass die Münze nicht gezinkt ist, dann können Sie aus 5-mal-Zahl oder 10-mal-Zahl durchaus ableiten, es ist klug, jetzt wieder auf Zahl zu setzen. Das ist Abhängigkeit. Ist das Abhängigkeit? Nee, das ist immer noch nicht Unabhängigkeit. Das ist nur nicht 50-50. Okay, also ich versuche es jetzt nicht mehr weiter. Abhängigkeit, Unabhängigkeit, positive Korrelation, glaube ich, haben wir soweit im Griff. Ich will nur ganz kurz hier ein einfaches Beispiel dafür, der Vollständigkeit halber, bringen, um klarzumachen, dass die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit durchaus einen ernsthaften Effekt haben kann. Das Beispiel ist sogar im Prinzip einfacher. Wir haben zwei Jobs nur noch. Jeder hat Dauer 1 oder 2, aber nicht mehr unabhängig voneinander. Der erste Job hat Dauer 1 oder Dauer 2 jeweils mit 50-50 Wahrscheinlichkeit. Und hier kommt jetzt in diesen beiden Spiegelsprüchen kommt die Abhängigkeit hinein. Wenn Job 1 Dauer 1 hat, dann hat Job 2 Dauer 1 mit 80%iger Wahrscheinlichkeit. Wenn Job 1 hingegen Dauer 2 hat, hat Job 2 auch Dauer 2 mit 60%iger Wahrscheinlichkeit. Ja, ist eine positive Korrelation nach dem, wie ich es eben eingeführt habe und auch natürlich nach der echten Definition der positive Korrelation. Keinerlei Reihenfolgebeziehung, keine Ressourcenbeschränkung, das heißt, wir können sie wieder gleichzeitig starten lassen. So. Also, was hier nochmal als. Kennen Sie Caveat als Ausdruck im Englischen? Das heißt sowas wie Achtung, Vorsicht. Was hier steht ist, bitte bringen Sie mich nicht in Misskredit, indem Sie diese Folien hier einem Stochastikprofessor zeigen. So. So, jetzt haben wir die beiden Zufallsgrößen, die Dauer des Jobs 1 und die Dauer des Jobs 2, jeweils entweder 1 oder 2. Wir kürzen noch ab, und zwar auf die Art und Weise, wie Sie es kennen. Das ist eine Notation, die Ihnen bekannt sein sollte. Die Wahrscheinlichkeit, dass DI gleich 1 bzw. DI gleich 2 ist, kürzen wir so ab. Manchmal mit Groß P einfach, manchmal mit PR für Probability. Hier kürzen wir es einfach mit Groß P ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass D1 Dauer X und D2 Dauer Y hat, eben mit dem Unzeichen. Und hier die bedingte Wahrscheinlichkeit ist Ihnen auch bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Job I Dauer X hat, gegeben, dass Job J Dauer Y hat. So, jetzt können wir mit dieser Notation, können wir unsere Inputs nochmal in mathematischer Notation formulieren, unsere Rahmenbedingungen. Wir hatten gesagt, Job 1 hat Dauer 1 oder 2 jeweils mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Wenn Job 1 Dauer 1 hat, haben wir gesagt, soll Job 2 Dauer 1 haben mit 80%iger Wahrscheinlichkeit. Und was dann übrig bleibt, falls Job 1 Dauer 1 hat, der Fall, dass Job 2 dann Dauer 2 hat, hat natürlich entsprechend komplementär 20% Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Job 2 Dauer 2 hat, falls Job 1 Dauer 2 hat, hatten wir gesagt, das sollen 60% sein, entsprechend komplementär. Die Wahrscheinlichkeit, dass Job 2 Dauer 1 hat,
im Falle, dass Job 1 Dauer 2 hat, soll 40%ige Wahrscheinlichkeit haben. So, das ist nichts anderes als die Rahmenbedingungen, die wir gesetzt haben, nochmal in mathematischer Notation. So, das sieht jetzt alles kompliziert aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Alle vier Spiegelstriche haben exakt dieselbe Struktur. Wir berechnen die vier Fälle. Ja? Jeder der beiden Jobs hat Dauer 1 oder 2, das heißt, wir haben vier Fälle. Beide haben 1, beide haben 2, einer hat 1, der andere hat 2. Und da wenden wir jeweils den elementaren Satz von Bayes an. Den einfachsten Fall, den Sie mit Sicherheit auch schon mal in der Schule gesehen haben, nehme ich mal an. Gute Formulierung. Mit Sicherheit nehme ich an. Wir sind heute wieder auf der Höhe der Logik. Gut, dann wissen Sie, dass Sie die bedingte Erwartung ausdrücken können durch oben im Zähler steht eine Verundung und unten steht das Grundereignis und das ist nur umgestellt. Nach der Verundung aufgelöst jeweils. Und aufgelöst kriegen wir diese Wahrscheinlichkeiten raus für diese einzelnen vier Fälle. Der Maxspin der Erwartungswerte ist hier 1,5 natürlich. Hier nochmal die vier Fälle. Der Fall, dass der erste Job Dauer 1 hat, war 50%. Das ist dieser vordere Teil des 0,1-Bereichs. Der Fall, dass Job 1 Dauer 2 hat, ist ebenfalls 50%, ist hier die zweite Hälfte des 0,1-Bereichs. Im Fall, dass der Job 1 Dauer 1 hat, also in der ersten Hälfte hier, sollte die Wahrscheinlichkeit, dass Job 2 ebenfalls Dauer 1 hat, 80% sein. Das ist dieser 0,4er-Bereich. Und das Komplement sollte 20% sein, das ist dieser 0,1-Bereich. Und genauso hier, wenn Job 2 Dauer 2 hat, dann sollte die Wahrscheinlichkeit, Entschuldigung, wenn Job 1 Dauer 2 hat, dann sollte die Wahrscheinlichkeit, dass Job 2 Dauer 2 hat, 60% sein. Das sind diese 60% der zweiten Hälfte, also dieses 0,3 lange Intervall und Komplement diese 40% von dem 0,5, von dem halben. Von diesem 50% Intervall. Gut, jetzt rechnen wir durch. Also, ich erwarte natürlich nicht bei der mündlichen Prüfung, dass Sie jetzt diese Formeln alle dann parat haben werden. Keine Sorge. Deshalb gehen wir das auch nur hier kurz durch, um nochmal tatsächlich anhand eines Beispiels zu sehen, dass es einen Unterschied macht, ob die Jobdauern unabhängig sind oder nicht. So, die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Job Dauer 1 hat, das lässt sich hier direkt ablesen. Hier in diesem 0,4 langen Bereich hat der Job 2 Dauer 1 und hier in diesem 0,2 langen Bereich hat der Job 2 Dauer 1. Die beiden werden addiert, ergibt sich 0,6, 60%. In 60% aller Fälle hat der Job 2 Dauer 1, entsprechend in 40% aller Fälle hat der Job 2 Dauer 2. So, wenn wir jetzt so mal zum Vergleich so tun, als ob die unabhängig wären, 1 und 2, und diese Wahrscheinlichkeiten einsetzen, das heißt also, Job 1 ist mit 50%iger Wahrscheinlichkeit Dauer 1 und mit 50%iger Wahrscheinlichkeit Dauer 2. Job 2 mit 60%iger Wahrscheinlichkeit Dauer 1 mit 40%iger Wahrscheinlichkeit Dauer 2. Und wenn die unabhängig sind, dann kann man für den Fall, dass der Maxspin 1 ist, nämlich dass beide Jobs 1 Dauer 1 haben, kann man das durch Multiplikation auflösen in die zwei Einzelwahrscheinlichkeiten und bekommt 30% raus. Mit 30, wenn die Jobs unabhängig wären, dann kommt mit 30%iger Wahrscheinlichkeit Maxspin 1 raus. Und wenn wir hier also mit 30%iger Wahrscheinlichkeit Maxspin 1 rauskriegen und mit 70%iger Wahrscheinlichkeit Maxspin 2,
dann kriegen wir insgesamt 1,7 raus. Das heißt, wenn die beiden Jobs, die wir als abhängig sehen, wenn sie unabhängig wären, dann käme ein Erwartungswert für den Makespan von 1,7 raus. Jetzt nochmal zum Vergleich die maximale positive Korrelation. Wann ist die maximale positive Korrelation erreicht? Naja, genau dann, wenn die beiden Jobs identisch sind. Ja, wenn der eine Job dieselbe Dauer hat wie der andere Job, ist offensichtlich das Maximum, was man an positiver Korrelation erreichen kann. Das heißt also, mit Wahrscheinlichkeit 1,5 haben beide Jobs Dauer 1, mit Wahrscheinlichkeit 1,5 haben beide Jobs Dauer 2. Erwarteter Makespan ist 1,5. Maximale negative Korrelation noch zum Vergleich. Wie sieht die Situation aus mit maximaler negativer Korrelation? Das heißt, wenn der eine Job Dauer 1 hat, hat der andere Job Dauer 2 und umgekehrt. Das heißt, der Makespan ist immer 2. Bei maximaler negativer Korrelation hat immer einer von den beiden Jobs Dauer 1 und der andere hat immer Dauer 2. Einer von beiden hat immer Dauer 2. Der Erwartungswert des Makespans ist 2. Und nun endlich die Korrelation von dem Beispiel, das wir eingeführt haben hier. Ich will das jetzt nicht in Formeln alles durchgehen. Also wie gesagt, Sie brauchen nicht zu befürchten, dass Sie jetzt diese Folien für diese Rechnung für dieses komplizierte Beispiel hier in der mündlichen Prüfung, dass Sie das alles beherrschen müssen. Sie sollten natürlich die Ideen soweit auch parat haben. Sollte es zu einem Beispiel kommen, in der Vorlesung zu dieser Thematik, dass Sie dann wissen, wie Sie mit diesem Beispiel umgehen müssen. So, die Wahrscheinlichkeit, dass das Maximum 1 ist, das könnten Sie vorne an diesem schönen Bild ablesen. Dass das Maximum von beiden 1 ist, also dass beide 1 sind, das sind diese 40% Gesamtwahrscheinlichkeit hier vorne. Wo sind wir jetzt? Hier. Diese 40%. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Maximum 2 und nicht 1 ist, ist dementsprechend komplementär. Das sind diese 60%. Und wenn wir diese 40%, diese 60% einsetzen, dann kommt nicht 1,7, sondern 1,6 dabei raus. Also tatsächlich ein Unterschied. Ja, das hatte ich hier im Prinzip schon mal angesprochen. Also ein sehr großer Teil der mathematischen Stochastik geht von vornherein davon aus, insbesondere die klassischen Resultate gehen von vornherein davon aus, dass die stochastischen Zufallsgrößen unabhängig voneinander sind, weil wir multiplizieren können, und damit ist das Wahrscheinlichkeiten können wir multiplizieren und damit ist das Ganze natürlich einfacher handhabbar. Über den Fall von nicht unabhängigen Größen weiß man sehr, sehr wenig. Da wird es ganz schnell sehr kompliziert. Es gibt auch Ansätze, gerade im Zusammenhang mit Scheduling, dass man anstelle Surrogate als Ersatz für die exakten Werte der Quantile, dass man obere und untere Schranken berechnet, dass man sagt, mit mindestens so viel mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ist die Projektdauer in dem und dem Bereich, aber so richtig tight, so richtig dichte Grenzen ist fraglich, wie weit man da kommen kann. Also weit ist man bisher damit noch nicht gekommen. Gut, damit sind wir mit dem Thema Jobdauern innerhalb des großen Themas Scheduling fertig. Nehmen wir uns ein neues Thema her, die Reihenfolgebeziehungen. Auch da kann man sinnvolle Variationen durchführen und das machen wir hier auch. Auch notwendige, auch für die Praxis notwendige Variationen. Zunächst einmal kann es durchaus sein, dass wir zwischen zwei Jobs eine gewisse Verzögerung
eine gewisse Mindestzeit haben müssen. Denken Sie wieder an unser Beispiel Stahlwerke, dass ein Job auf einem Los, also auf einer Menge, auf einem Material erfordert, dass dieses Material heiß ist, hoch erhitzt ist und der nächste Job erwartet, dass dieses Material kalt ist oder zumindest nicht allzu warm ist. Ja, dazwischen muss es dann eine minimale Verzögerungszeit geben, in der das Material erkaltet. Von alleine erkaltet, am besten langsam erkaltet typischerweise, weil wenn Sie wissen das, wenn Sie ein Material schnell aufheizen oder erkalten lassen, so sprunghaft, im wahrsten Sinne des Wortes sprunghaft, also je nach Material, kann das die Struktur massiv des Materials massiv beeinträchtigen. So, also Wartezeiten kann es geben zwischen zwei Jobs. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass es Höchstgrenzen gibt zwischen zwei Jobs, dass der eine Job beginnen muss, spätestens nach einer gewissen Zeit, nachdem der andere Job zu Ende ist. Also das wäre etwa der Fall, wenn der eine Job beinhaltet, das Material zu erhitzen und der andere Job beinhaltet, das Material in erhitztem Zustand zu bearbeiten. Dann darf natürlich zwischen den beiden Jobs nicht allzu viel Zeit zu vergehen, weil dann das Material wieder erkaltet. So, das Ganze pressen wir in ein vereinheitliches Rahmenwerk, was sehr hilfreich ist, auch in der Praxis. Unter anderem deshalb, weil es immer noch in die Logik von längste Wege reinpasst. Ja, Sie können das nicht nur das, was wir bisher betrachtet haben, die ganz stinknormalen Reihenfolgebeziehungen, sondern auch diese Verallgemeinerung können Sie immer noch mit längsten Wege-Algorithmen lösen, sodass das also von massiver praktischer Relevanz ist, wenn wir in diesem vereinheitlichten Rahmenwerk, in diesem Rahmenmodell tatsächlich noch solche Dinge wie minimale und maximale Wartezeiten zwischen zwei Jobs hineinbringen können. So, wir gucken uns jetzt nur deterministische Dauern an zur Vereinfachung. Also wir betrachten hier jedes Thema sozusagen für sich in seiner Schublade, ohne jetzt groß zu versuchen, die Sachen zusammen zu mixen. So, anstelle von Reihenfolgebeziehungen, die ja nichts anderes aussagen können als erst wenn der Job zu Ende ist, darf der andere Job starten. Anstelle davon haben wir zwischen zwei Jobs einen Verzögerungswert, den ich Delta hier nenne. So finden Sie ihn, glaube ich, auch in der Literatur typischerweise. Eine Matrix aller Jobs, der besagt, Delta IK besagt, dass zwischen der Startzeit des einen Jobs, des ersten Jobs und der Startzeit dann des zweiten Jobs mindestens diese Delta IK-Einheiten vergangen sein müssen. Ja, also das Bild dazu. Was man sich dazu vorstellen sollte, sieht so aus. Wir haben hier zwei Jobs, I und K mit unterschiedlichen Dauern. Und diese Diskrepanz ist das Delta IK. Bei deterministischen Dauern spielt es natürlich keine Rolle. Man hätte genauso gut auch
Beispielsweise die Diskrepanz zwischen dem Ende des einen Jobs und dem Anfang des anderen Jobs oder so etwas hernehmen können. Das, bei deterministischen Dauern gibt es natürlich eine 1:1 Umrechnung zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, das zu definieren. So, noch schnell ein Foto. So, und wenn wir jetzt die normalen Reihenfolgebeziehungen haben, wie wir sie bisher betrachtet haben, dann können wir diesen Delay Value einfach auf die Dauer des ersten Jobs setzen. Dann besagt das, dass die Zeit, die mindestens vergeht zwischen dem Beginn des ersten Jobs, Beginn des zweiten Jobs, gerade die Dauer des ersten Jobs ist. Das heißt also, dass der zweite Job erst beginnen kann, wenn der erste Job zu Ende ist. So, jetzt die beiden Variationen, mit denen wir angefangen haben, die minimale und die maximale Dauer. Hier, das EIK ist eine Mindestzeit, die vergehen muss zwischen dem Ende des ersten Jobs I und dem Anfang des zweiten Jobs K. Und wenn wir jetzt einfach Delta IK nicht, sie ändern sich von eben, wenn wir Delta IK gleich klein DI setzen, dann haben wir genau die Precedence Constraints, die Reihenfolgebeziehung. K darf erst beginnen, wenn I zu Ende ist. Und wenn wir dann noch den minimalen Zeitpuffer zwischen beiden drauf addieren, haben wir genau diesen minimalen Zeitpuffer zwischen dem Ende des ersten Jobs und dem Beginn des anderen Jobs im Modell drin. Zweite Variation ist ein bisschen komplizierter, dass wir eine maximale, dieses LIK, maximal so viel darf zwischen dem Ende des ersten Jobs und dem Anfang des zweiten Jobs vergehen. Es handelt sich um zwei Jobs, die nacheinander sein sollen. Deshalb die erste Bedingung hier, dass die Diskrepanz zwischen den Startzeiten mindestens der Dauer des ersten Jobs entspricht. Das heißt also, der Job K darf erst beginnen, wenn Job I zu Ende ist. Das ist die erste Bedingung. Zweite Bedingung sorgt jetzt für die maximale Zeit. Sorgt jetzt für die maximale Pufferzeit zwischen den beiden. Das muss ich jetzt versuchen hinzukriegen. Sie sehen, dass die Indizes ihre Reihenfolge geändert haben. Was wir jetzt also von der Logik haben, ist ein Delay-Value zwischen dem Beginn des Jobs K bis zum Beginn des Jobs I. Und wie Sie sehen, spricht erstmal nichts dagegen. Auch was die algorithmische Lösbarkeit durch längste Wege angeht, spricht nichts dagegen, da auch negative Werte drin zu haben. Ja, wir können sowieso nicht mit Dijkstra hier arbeiten. Wir müssen sowas wie Bellman-Ford oder Floyd-Warshall oder ähnliches nehmen. Und dann können wir auch negative Werte drin haben. So, wie sieht das aus? Negative Zyklen hat eine ganz einfache Interpretation. Das heißt, dass diese verallgemeinerten Reihenfolgebeziehungen, wenn die negativen Zyklen bilden, dann ist es unlösbar, weil in sich widersprüchlich. Der darf nur so viel so, der darf nur so viel, der darf nur so viel. Wenn da negative Zeiten sind, geht es also in der Zeit zurück. Und irgendwie kommt dann an jedem Punkt dabei heraus, er muss früher starten, als er eigentlich startet. Ist in sich widersprüchlich. Negativer Zyklus zeigt, dass dieses Beispiel eines Scheduling-Problems ist unlösbar. Aber negative Zyklen kriegen Sie ja durch Bellman-Ford, Floyd-Warshall und ähnliche Algorithmen ja auch raus. Sie erinnern sich aus der GTE2. Oder? Erinnert sich jemand aus der GTE2 an All-Pair, Shortest Path und negative Zyklen? Oder eher nicht? Bitte? Die negativen Werte auf der Diagonalen, an denen kann man die negativen Zyklen ablesen. Also erstmal, dass es negative Zyklen gibt. Und diese Knoten,
die negative Werte auf der Diagonalen haben, sind genau die Knoten, die in mindestens einem negativen Zyklus drinstecken. So, wie kriegen wir jetzt diese zweite Bedingung erklärt, warum die so aussieht und warum das funktioniert? So, was steht hier? Mal gucken, wie kann ich das jetzt? Ich habe es jedes Jahr visualisiert. Jetzt muss ich gerade nachdenken, wie habe ich das gemacht? Wie sieht das am besten aus? Also das Bild bleibt weiterhin so, dass I zuerst kommt, K soll dann kommen und der Abstand zwischen dem Ende von I und dem Anfang von K soll höchstens LIK sein. Richtig? LIK, genau. So. Und diese Diskrepanz hier soll dementsprechend kleiner gleich DI plus LIK sein. So. Jetzt haben wir aber das als umgedrehte Bedingung. Ja, der darf höchstens die Differenz vom Job K, Beginn Job K bis Beginn Job I, kann höchstens das Negative von diesem Wert sein. Und deshalb steht da oben als negative Zahl genau das, was Sie da unten sehen, was ich hier skizziert habe. So. Gut. Das heißt, so kriegen Sie das, diese Dinge in das Modell rein, mit ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber es klappt. Und natürlich können Sie dann noch beliebig andere Fälle mit hineinbringen. So, diese Delta-Werte ergeben eine Matrix, offensichtlich, über Jobs kreuz Jobs. Wenn wir, das kennen Sie jetzt, ja, wenn wir, das kennen Sie aus der GDI2 auch, diesen Trick. Wenn wir keine Beziehung dazwischen haben, zwischen zwei Jobs I und J, wenn wir da keine Restriktionen haben, dann setzen wir minus unendlich. Warum minus unendlich? Weil wir hier ein längstes Wegeproblem haben, während Sie aus der GDI2 kennen, bei kürzesten Wegeproblemen setzen Sie plus unendlich. Immer der neutrale Wert bei kürzesten Wegen der neutrale Wert der Minimumsbildung, das ist plus unendlich, und bei längsten Wegen entsprechend der neutrale Wert der Maximumsbildung, das ist minus unendlich. Ist Ihnen klar, wovon ich da rede mit diesem neutralen Wert? Oder ist es nicht so richtig klar, was ich damit meine? Vielleicht nur mal ganz kurz, damit es da keine offenen Fragen gibt. Der neutrale Wert der Addition ist die 0. Der neutrale Wert der Multiplikation ist die 1. Der neutrale Wert der Minimumsbildung
ist entsprechend plus unendlich. Naja. Und der neutrale Wert der Maximumsbildung. Was steht denn da? Ist x ist minus unendlich. Und was sie braucht, habe ich es falsch rum? Ja, ich habe es falsch rum, ne? So. Ja. Okay. Ich bin jetzt schon am Montag reif fürs Wochenende, wie Sie sehen. Gut. Und genau das brauchen Sie bei kürzesten Wegeberechnungen und bei längsten Wegeberechnungen, dass Fälle, die keine Einschränkung machen, eben neutral sind. So, wieder aufgenommen. So, Startzeiten werden irgendwie benannt und wir setzen jetzt, es ist jetzt praktischer, einfach nicht die Null als Projektanfang zu rechnen, weil wir gar nicht erstmal wissen mit diesen ganzen positiven und negativen Werten, wissen wir gar nicht, wo der Projektanfang ist, bei welchen Jobs eigentlich der Projektanfang ist. Das war vorher bei den reinen Reihenfolgebeziehungen kein Problem. Diejenigen Jobs, die nicht auf andere warten mussten, waren die, die wir zum Zeitpunkt Null starten lassen konnten. Das wissen wir jetzt nicht mehr so ohne weiteres, wenn wir stattdessen diese Delta-Value haben, die mal positiv, mal negativ sind. Deshalb machen wir uns das Leben erstmal einfacher, dass wir die Null nicht als Projektbeginn nehmen, ups, sondern dass wir die an irgendeiner Stelle bei irgendeinem Job, zum Beispiel Job Nummer 1, dann festlegen. Das ist der Referenzpunkt der Berechnung. Und für jeden Job ergibt sich dann die echte Dauer daraus, der Minima, was am Ende rauskommt als minimaler Startpunkt, was negativ sein kann, das ist sozusagen unsere Stunde Null dann. Das heißt, wir machen eine All-Pairs-Berechnung, kriegen damit Werte raus in Relation zu dieser Null. Und die Jobs, die den minimalen Wert rauskriegen, das sind die, die als erstes starten. Und damit haben wir wieder dasselbe, wie wir das schon am Anfang des Semesters hatten, bei den Reihenfolgebeziehungen, dass wir wieder ein längstes Wegeproblem haben, um die einzelnen Jobs, um den Schedule zu berechnen. Trotz dieser doch massiven Erweiterung, wo minimale und maximale Wartezeiten drin sind. So, damit sind wir mit den Reihenfolgebeziehungen durch. Und ich denke, wir sollten an. Ne, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir sollten an dieser Stelle, ich würde gerne an dieser Stelle für heute mal ein bisschen früher Schluss machen, sonst komme ich da zeitlich ein bisschen ins Gehege. Außerdem fängt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das Mikroklima in diesem Raum ist nicht gerade konzentrationsfördernd, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe jetzt nicht große Hoffnung, dass es nächste Woche besser sein wird, aber wer weiß, vielleicht wird es das ja der Fall sein. Dann bedanke ich mich für heute und ich würde mich freuen, Sie nächste Woche hier wiederzusehen. Es gibt ja keine Montagsfeiertage mehr in diesem Semester. Nicht? Schade, ne? Irgendwie. Aber gut. Bis dann.